Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Agony. Ich bin der Längster und wir sind immer noch in dem blöden Labyrinth des Verstandes. Und ich möchte da heute wirklich, wirklich rauskommen und gebe mir auch große, große Mühe. Und sobald Louis, der Kater, hier aus meinem Sichtfeld verschwunden ist, kann die Reise dann auch losgehen. So, eine Fackel habe ich Gott sei Dank noch. Ich gehe gerade noch mal zur Tür, weil ich habe mir gerade noch mal Gedanken gemacht und ich habe festgestellt, ich bin mir gar nicht im Klaren darüber, was ich jetzt eigentlich zu tun habe. Ich dachte nämlich, wenn wir diese goldenen Körperteile einsammeln, dann würden wir den Ausgang freimachen, aber dem ist wohl nicht so. Ich kann ja noch mal kurz hier drücken. Finde die rote Göttin, finde einen Weg aus dem Labyrinth des Verstandes. Da arbeiten wir ja dran, ne? Oh, dass das immer so dreht, dass man da mal nicht durchkommt und quasi stecken bleibt. So. Guck mal, was ist denn jetzt hier los? Hier fehlt etwas. Aber was fehlt mir denn jetzt hier? Ich hab doch auch alles, oder nicht? Gut, dann machen wir das anders. Dann laufe ich jetzt doch nochmal hier dem X nach. Ne? Was gibt mir denn das X? Jetzt ist da ein rotes X. Hier lang. Jetzt komme ich da aber nicht durch. Das heißt, wir müssen hier außen rum. Ich traue mich halt da nicht mehr durch diese Räder zu gehen, ne? Das ist... Oh, was für ein scheiß Umweg man jetzt hier laufen muss. So, jetzt müssten wir doch hier auf der anderen Seite sein. Das müsste doch jetzt hier die andere Seite sein. Das heißt, man kommt hier lang. Das X führt uns hier lang. X, X, X. Muss ich jetzt da reingehen oder was? Da ist das X. Aber beim X waren wir doch schon. Dann folge ich jetzt dem roten X. Das war... Wo bin ich denn jetzt hier reingekommen? Ich glaube, ich bin hier reingekommen, ne? Nee, hier bin ich nicht reingekommen. Hier bin ich reingekommen. So, hier war doch jetzt irgendwo das rote X. Wo war's? Oh, wo war es denn jetzt? Hier war da irgendwo... Da ist das rote X. Ich glaube, das sorgt wohl dafür, dass man diese Körperteile findet, ne? Also die habe ich doch gefunden, diese Körperteile. Mensch, geh doch mal raus jetzt hier. Ich glaube, der geht nicht mehr raus.
drück mal F. So. Ja, toll. Ich trau mich da halt nicht mehr durch diese Räder durchzugehen. Da bin ich schon so oft gestorben jetzt. Gehen wir also wieder hier rein. Und dann müssen wir hier wieder raus. Ach, das ist doch scheiße. Jetzt muss ich gleich noch einmal F drücken. Jetzt komme ich da wieder nicht durch. Bringt mich jetzt nur zur Tür, oder was? Also verarschen kann ich mich aber auch selber. Ja, danke schön. Okay, dann gehen wir jetzt halt mal hier zu diesem Symbol, hm? Versuche den Schalter auch noch mal zu finden. Hier war doch irgendwo noch dieser Babyschalter. Vielleicht hat der was damit zu tun. Hier ist wieder so ein Ding. Da hinten ist noch mal so ein Ding. Was hat denn das zu bedeuten, dass das halt manchmal geht? Manchmal nicht. Ich stehe ehrlich gesagt ein bisschen auf dem Schlauch, Leute. Ich muss es ehrlich zugeben. Ich raff gerade nicht, was genau ich... War das der Labyrinth-Eingang? Ich glaube schon, oder? Oh mein Gott, ich sehe schon, wir werden sterben. Ach du Scheiße. Muss ich da lang? Och du Scheiße, wir werden sterben. Das packe ich niemals. Ach Mann, dieses Spiel, ey. Na geil, jetzt darf ich hier auch noch... Das hätte ich ja niemals geschafft hier. Niemals. Komm schon, komm schon, komm schon. Vielleicht ist da oben ja jetzt eine Seele. Oh, geh doch, Mensch. Immer dieses an der Wand hängen bleiben. Ich hab bald keinen Bock mehr. Und ich sah das Weib trunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blute der Zeugen Jesu. Und ich verwunderte mich sehr, da ich sie sah. Halt diese scheiß Körperteile wieder da.
habe langsam das Gefühl, die haben nicht wirklich was mit der Lösung hier zu tun. Ja, womöglich muss ich da rein, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß halt nicht wie. Ich bin jetzt auch so ein bisschen frustriert hier langsam, weil ich halt planlos bin, weil das Spiel mir gerade nicht wirklich sagen kann, was ich hier zu tun habe. Das ist ein kleines bisschen ärgerlich. Und hier ist jetzt auch wieder so ein Ding. Keine Ahnung, ob ich die irgendwie in einer gewissen Reihenfolge... Das kann ja alles jetzt sein, wisst ihr? Ich könnte ja alles jetzt in einer gewissen Reihenfolge oder so machen oder so machen. Was weiß denn ich? Muss ich das jetzt hier wirklich erraten? Das kann's doch nicht sein. Waren wir hier schon mal? Ich denke schon, ne? Wir waren überall schon. Ich glaube, ich müsste halt nochmal diesen blöden Schalter finden. Ja, hier war halt das Symbol, damit haben wir die Tür aufgemacht. Das Baby haben wir ja auch. Ach Mensch, ich hab wirklich keine Idee hier. Ja komm, ich hol mir jetzt schnell die Statue. Jetzt bin ich ja gerade hier irgendwie in der Nähe. Hier konnte man da irgendwo durch die Wand schlüpfen, oder nicht? War das nicht hier? Ach, ich dachte, es wäre hier. Ja, nee. Das ist doch das Offensichtlichste, was ich machen kann. Überall sehen wir hier diese Zeichen. Diese Zeichen, die leiten mich ja sogar, ne? Dann haben wir alle goldenen Teile eingesammelt. Und ich komme trotzdem nicht weiter. Also das ist ein bisschen traurig. Zumal das jetzt auch schon offen ist. Guck mal, ich brauche die Dinger gar nicht mehr sammeln. Rote X. Ja, was ist denn hier mit dem roten X? Ich verstehe es nicht. So, hier ist jetzt auch wieder so ein Ding, das geht nicht. Da ist einer aufgespießt. Minuten. Super. Richtig klasse.
Es tut mir echt so leid, dass ihr mir hier zuguckt, wie ich hier planlos durch die Gegend laufe. Aber es ist zugegebenermaßen, es ist halt wirklich planlos gerade. Ich wünschte, ihr könntet mir Tipps geben. War denn der Schalter nochmal, wenn ich den nochmal finden würde? Das ist jetzt meine einzigste Idee, die ich noch habe. Aber wie finde ich den denn jetzt wieder? Dieser komische Schalter. Es geht einfach nicht, wir lassen uns sein. Und dann muss man halt hier immer, man will irgendwo hin und dann muss man hier so einen Umweg jetzt laufen und oh, das ist gerade nicht so schön zu spielen. Muss man schon ehrlich so sagen. Gameplay-technisch weiß ich nicht. Klar, wenn ich der Entwickler bin und weiß, was zu tun ist und das hier in 10 Minuten durchspiele, dann alles cool, ne? Aber ich habe hier ganz offensichtlich irgendwas übersehen oder verpasst. Wo ist denn dieser shitty Schalter, Mensch, ins Kinder? Ich will das scheiß Baby gar nicht. Ich leg's wieder ab. Jetzt habe ich so ein blödes Baby in der Hand. Ich will's gar nicht. Was fehlt mir denn, Mensch? Sag mir das doch mal bitte. Ich weiß es nicht. Wo ist meine Fackel? Ich heb meine Fackel wieder auf. Weg mit dem dämlichen Baby. Ist der Dämon hier? Nee. Ich weiß auch nicht, was es hier mit dem Spiegel auf sich hat. Ich weiß nichts mehr. Langsam das Gefühl, ich sitze hier an einem Bug auf. Hier ist der Schalter. Okay. Guck mal, der Schalter ist hier bei dem Brunnen. Okay. Okay, jetzt muss ich die Tür wiederfinden. Die Tür. Jetzt hier Menschenskinder, ey. Oh.
Ich sehe schon kommen. Wahrscheinlich sterbe ich jetzt gleich noch, bevor ich die Tür erreiche. So. Was machen wir, wenn diese blöde Tür jetzt nicht offen ist? Was machen wir dann? Sie ist nicht offen. Leute, sie ist nicht offen. Okay, was habe ich denn jetzt mit diesem scheiß Schalter bewirkt? Ach Mann. Ist der Ausgang jetzt einfach offen oder was? Hätte ich doch gleich zum Ausgang gehen sollen. Einfach durchgelaufen. Oh, da habe ich aber Glück gehabt. Da habe ich gepennt jetzt. Was fehlt mir denn verdammt nochmal? Ah, warte mal, der hat ein... Warte mal, der hat ein Baby in der Hand. Ehrlich jetzt, das ist es, oder was? Oh nein, ich muss die ganze Zeit da nur Babys reinlegen. Das... Oh, das gibt's doch nicht. Okay. Okay, das war's also. Warum malt ihr mir denn hier so dämliche Zeichen auf dem Boden und lockt mich irgendwo hin? Ich bin gerade am Überlegen, ob ich jetzt nochmal da unten links gucken gehe. Ich würde gerne wissen, was habe ich denn genau jetzt mit den... Ach nein, nicht die Tasse. Was habe ich denn da jetzt genau mit den, mit dem Schalter gemacht? Das könnte unten links... gerne, wenn man die Tür hier aufkriegt. Aber die Tür meinte ich jetzt gar nicht. Da oben links seht ihr ja noch was. Na, da ist ja noch mal so eine Schriftrolle. Ich wollte jetzt gerade noch mal gucken, ob ich mit dem Schalter, den wir betätigt haben, nicht irgendeinen Mechanismus geöffnet habe. Ja, leider ist hier nichts. Bin nur da jetzt nur gegengelaufen, oder nicht? Gefallen ist Babylon, denn von dem Wein der Welt ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken und die Könige der Erde haben Unzucht getrieben. Okay, jetzt müssen wir wenigstens wieder da rauskommen. Na,
Jetzt habe ich natürlich den Schalter nicht mehr gedrückt, weil ich gestorben bin. Okay, okay. Wir gehen jetzt hoch zur Tür. Jetzt ist es... Now it's over. Nein. Also langsam geht's einem hier auf den Sack, ne? Deswegen, also man merkt, dass ich schon wieder hektisch werde. Warum hält die sich? Ich dachte schon, ich darf da nicht rein. So, guck mal, jetzt bin ich ja hier nochmal an dem Schalter. Jetzt ist er wieder unten. Ist auch so eine Sache. Habe ich einen Umgelegt? Komm, wir lassen es. Oder? Warte mal, ich. Was, wenn ich den Schalter umlege? Leider nicht. Gut, dann gehen wir jetzt wirklich hier raus. So, Tür ist offen, Gott sei Dank. Ich glaube, sie kann nicht klettern, wa? Habe ich ja Glück gehabt. Kletter ich oder gehe? Ich gehe, ne? Oh, ich habe einen richtig schönen weiblichen Körper jetzt. Oh. So, jetzt will ich bitte erstmal einen Spiegel haben. Und dann ist nämlich Schluss mit dieser Folge. Ich muss mich mal ein bisschen ausruhen hier, nach all dem, was wir jetzt erlebt haben. Pussy. He's so close. Hallo, relativ hier. Hat man gar nicht gesehen, ne? Bin schon voll nass you geworden. Pathetic old man. You don't think someone like you can beg for mercy, do you? Not sacrificing for me everything that you have? Just forget. Give up. Nee. Also jetzt bin ich hier durch das blöde Labyrinth des Verstandes gekommen. Jetzt werden wir doch nicht aufgeben. Da will ich ja erst recht blöd verrückt werden. Ah, ich bin auch ein bisschen froh, dass wir es jetzt hinter uns gelassen haben. Es war schon eine kleine Last am Ende. Die Luft ist so dick und heiß, dass ich nur mit Mühe atmen kann. Ich spüre, wie der Gestank von Leichen und Schwefel sich in meiner Lunge frisst. Ohne R in meine Lunge. Wenn ich leben würde, dann hätte mich diese höllische Hitze schon längst umgebracht. Der Herr bewirkt aber, dass mein Herz noch immer schlägt, damit ich weiter für meine Sünden büße. Ich werde die schlimmsten Qualen aushalten. Brüder, haltet an eurem Glauben fest. Trotz des Schmerzes atmen wir weiterhin,
Trotz des Leides ist die Hoffnung in unseren Herzen immer noch lebendig. Es ist jämmerlich zu beobachten, wie sie ihr Abbild vergöttern und davon träumen, sich selbst nur für einen Augenblick in ihrem Spiegelbild zu sehen. In einem Ideal, dem sie nicht einmal versuchen, anzunähern. Worin besteht ihre Macht? Ich bin es doch, der über sie richtet. Ihre einzige Hoffnung. Es scheint so, als ob ich den falschen Gott angebetet habe. Höchste Zeit, den Verbündeten zu wechseln in diesem heiligen Kreuzzug. Oh, endlich mal was Neues. Hier sieht man sogar, dass die Hölle eine Oberfläche hat. Auch schön. Aber sieht sehr heiß aus da oben. Ich hoffe, ich habe Sonnencreme eingepackt. Da drüben sieht es auch witzig aus. Da sieht auch witzig aus. Und da sieht es auch witzig aus. Deswegen speichern wir hier mal. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Gell? Bist du jetzt ein Speicherspiegel oder nicht? Vielleicht ist das ja ein Speicherspiegel. Einige der Gemälden verbergen die Wahrheit vor dir. Untersuche sie, um die Realität zu enthüllen. Ist der Gang dort? Oh nein, was mit dir? Du gebärst den Antichrist. Ich kann hier sogar lang gehen. Oh, wie es hier schon wieder aussieht, ne? Aber ich will ja eigentlich erstmal speichern. Ich muss ja hier. Ich brauche einen sicheren Hafen. Wie mache ich denn das jetzt? Ich dachte, das ist ein Speicherspiegel. Ist das ein Speicherspiegel? Hier sehen wir gar nichts. Das hat irgendwas mit Wahrheit hier zu tun, ne, mit diesem Spiegel. Aber ich mag da jetzt noch nicht drauf drücke. Habe ich jetzt gespeichert oder nicht? Ich weiß es halt nicht. Oh Mann, ey, das ist doch alles. Und da könnte man ja auch nochmal weiter gucken. Siehst du, da kann man richtig reingehen. Dann gehe ich da jetzt nochmal rein. Da sind jetzt zwei so Püppis drin. Oh, oh, Alter! Alter, die hat Spinnen auf die Welt gebracht. Das ist ja schon abartig. Ich renne da jetzt schwer vorbei. Falsche Taste, sorry. War schon ein bisschen krass. Ein bisschen was von Alien auch gehabt, ne? Da liegt direkt noch einer. So, weiter rein kann man jetzt hier nicht mehr. Will ich eigentlich auch nicht. Sieht aus, als befinde ich mich hier im Inneren einer Nase. Einer verschnupften Nase. Jetzt krabbeln die Spinnen ja halt rum, ne?
nee, lass mal. Ja, jetzt ist der Typ halt weg, ne? Ja, ich muss jetzt hier Schluss machen. Auf die Gefahr hin, dass wir jetzt nicht gespeichert haben, weil der halt nicht so komisch lila leuchtet, der Spiegel. Aber eigentlich ist es ein grauer Spiegel. Eigentlich müsste es gehen, ne? Ja, aber dann kann man hier weitergehen. Aber hier ist jetzt so ein Point of No Return. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich in der nächsten Folge schon wieder im Labyrinth starte und wir dann aber innerhalb von 5 Minuten hier stehen, ne? Meine Freunde, wir sind weiter. Freut euch auf die nächsten Folgen. Da dürfte es endlich neuen Content geben. Keine bekannten alten Gänge. Kein verärgerter Längster, der nicht weiterkommt. Endlich wieder frische, neue Qualen. Und Leid und Schmerz, nur für euch. Vielleicht ist auch ein bisschen Vergewaltigung mit drin, aber das kann ich euch noch nicht versprechen. Ne? Lasst euch da einfach überraschen. Ich gucke mal, dass ich noch so ein bisschen Ekel auch noch mitbringe. Aber auch das mag ich nicht versprechen. Ne? Müssen wir mal gucken. Ne? Seid gespannt auf die nächste Folge, wenn ihr denn möchtet. Lasst mir ein nettes Kommentar da. Und ja, liebe Grüße an euch alle. Habt noch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Oder macht euch eine gute Nacht. Das war's von mir. Bye, bye. Euer Längster.